Als ich noch ein Kind war, da war das mit dem ins Bett gehen immer so eine Sache. Meist war ich noch nicht müde. Das war ich eher morgens. Und still liegen, das ging schon gar nicht. Doch irgendwann brachte mich jemand auf die Idee mit der Reise. Und obwohl ich scheinbar still in meinem Bett lag, so war ich doch in Wirklichkeit weit, weit weg in einem wundersamen Land. Das Schönste aber war, alles, was ich dort fand, gehörte mir. Nicht nur im Traum oder so. Nein, es gehörte mir auch noch nach der Reise. Ich trage all dies immer noch in mir und kann dorthin zurück, wann immer ich will. Und manchmal, da bin ich auch heute noch dort. In mir, dem kleinen Königreich. Es war einmal ein Königskind. Das hatte einen sonderbaren Namen. Es wurde Ich genannt. Das kleine Königreich, in dem ich lebte, hieß Mir. Und ich lebte gerne in mir. Natürlich hätte ich in einem Palast sitzen und Leute ärgern können, wie dies Königskinder zuweilen tun. Doch ich lebte lieber in einem Baumhaus. Der Baumhausbaum ist ein ganz besonderer Baum. Seine Rinde fühlt sich stets warm und wohlig an. Ich nannte ihn Sonnengeflecht. Eines Tages entdeckte ich in den Zweigen des Baumes einen goldenen Vogel. Er hielt sich dort versteckt, weil er nicht fliegen konnte. Ich nannte ihn Sonnenvogel. Aber du hast doch Flügel, sagte ich. Du kannst bestimmt fliegen, wenn du es nur versuchst. Doch Sonnenvogel sagte, aber ich könnte auch abstürzen, wenn ich es versuche. Nö, ich fühle mich hier ganz gut. Und überhaupt, was gibt es denn da draußen schon zu entdecken? Komm mit mir, sagte ich. Ich zeige dir die Welt, in der ich lebe, und du wirst staunen. Es gibt so viele schöne Dinge in mir. In mir gibt es eine eigene Armee, die Wache hält und für Sicherheit sorgt. Hallo, Herr Oberst, sagte ich. Wie geht es mir? Und Oberst Abwehr grüßte zackig. Mir geht es prächtig, euer Kindwürden, und selbst. Ah, ich konnte nicht klagen. Die Abwehrtruppe passt auf, dass die kleinen Minimonster, die sich von Zeit zu Zeit in mir breit machen wollen, keinen Schaden anrichten. Um die kleinen Plagegeister loszuwerden, verfügt die Abwehr über eine Wunderwaffe. Gut, die sieht zwar ein wenig sonderbar aus, kann sich aber auf alle Arten von Minimonstern einstellen. Und dann gibt es ja auch noch die wichtigste Hilfe der Abwehr in mir. Auch wenn man es ihr nicht ansieht. Ihr Name ist Vitamine. Als Oberst Abwehr erfuhr, dass Sonnenvogel nicht fliegen konnte, erzählte er die Geschichte von Vitamine. Vitamine war eine Fee, eine Gesundheitsfee. Eine sehr unglückliche Fee. Denn sie fühlte sich nicht wohl in ihren Feenkleidern. Gewiss, sie sah darin aus, wie man es von einer Fee erwartet. Lieblich. Doch wer in ihrem Alter wollte schon lieblich aussehen? Vitamine schämte sich in Grund und Boden. Dieser Feenfummel war einfach nur blöde und albern und doof. So fiel es Vitamine nicht leicht, die Leute davon zu überzeugen, wie wichtig gesunde Ernährung war. Denn wer wollte schon einer schlecht gelaunten Fee mit Zornesröte im Gesicht begegnen, die einem eine Karotte unter die Nase hält und knurrt: Esst Salat und Obst und Möhren, sonst hau ich sie euch um die Öhren. Als Oberst Abwehr sie maulig und missmutig sah, sprach er sie an.
Hör mal, es hilft weder dir noch mir ständig, unglücklich zu sein. Vielleicht finden wir einen Weg, damit du wieder Spaß an deiner Aufgabe hast. Wer sagt denn, dass Dinge so sein müssen, wie sie sind? Hm? Sei einfach du selbst. Pa, und du? Schnaubte Vitamine. Du trägst eine Uniform und läufst herum wie alle anderen aus deiner Truppe. Wie kannst denn du so du selber sein, hä? Naja, mein Auftrag bestimmt mein Auftreten. Das Wichtigste aber ist, dass ich es gerne tue. Dann nahm er seinen Helm ab. Und zwar ohne mich selbst aufzugeben. Ha! Tja, hatte die Gesundheitsfee den Rat angenommen? Und wie? Und das war gut so, denn kurze Zeit darauf erschien die Grippesippe. Das ist eine Bande von unangenehmen Burschen, von denen einer übler als der andere ist. Da hätten wir Frostriese Zitterbitter. Ein eiskalter Typ, mit dem man nicht warm werden kann. Flotter Otter. Ein schneller Läufer. Wer gegen ihn verliert, ist angeschmiert. Virenschleuder mit Rotzlöffel. Stets bereit, Schleimbeutel zu verschießen. Rüsselräuber Rotzenplotz. Mit Rotzfahne und Niesgewehr. Ein schleimiger Typ. Würgeschlange. Ein widerlicher Kriecher. Schon bei seinem Anblick kann einem übel werden. Und Fiebersalamander. Mit Glasfieberbogen. Sehr ansteckend. Oh, die Grippesippe ist schlimm. Aber so schlimm nun auch wieder nicht. Die Minimonster erlebten durch Vitamine ihr grünes Wunder. Vitamine konnte selbst kaum glauben, welche Kräfte in ihr steckten. Von nun an lebte sie glücklich und voller Freude. Als nächstes besuchten Sonnenvogel und ich Meister Wampe in der Schlossküche, auch Magen genannt. Dort stand groß und mächtig ein Topf mit Eintopf. Meister Wampe bereitet hier all die vielen Nahrungsmittel zu. Durch eine Speiseröhre gelangen die Zutaten in den großen Kessel. Mit Hilfe von Magensaft macht Meister Wampe sie bekömmlich und verdaulich. Meister Wampe ist ein großer Genießer, der die schönen Dinge des Lebens zu schätzen weiß. Er verlässt sich bei allen Entscheidungen auf sein Bauchgefühl, das ihn selten täuscht. Als er hörte, dass Sonnenvogel nicht fliegen konnte, meinte er nur: »Och, das kommt schon noch. Vielleicht brauchst du einfach noch ein Weilchen. Schaut euch einfach noch ein wenig in der Welt um.« »Und wohin gehen wir jetzt?« fragte Sonnenvogel. »Wir gehen zur dicken Bertha. Die grummelt immer noch ein wenig, weil ich ihr das Tuba-Spielen untersagt habe, wenn jemand in der Nähe ist.« »Ist es weit bis dahin?« fragte Sonnenvogel. »Ach, keine Sorge«, entgegnete ich. »Wir fahren mit der Blutbahn.« »Blutbahn?« rief Sonnenvogel. »Das hört sich ja gruselig an. Ich kann gruselige Sachen nicht ausstehen.« »Och«, sagte ich, »in der Blutbahn transportieren wir hier viele Dinge, die für das Königreich wichtig sind. Nahrung, frische Luft, die Abwehrtruppe und so. Nein, gruselig ist das nicht. Es ist eher aufregend.« »Na, macht doch echt Laune, oder?« fragte ich. Sonnenvogel sagte: »Ah! Die Kurven sind das Beste«, rief ich. Sonnenvogel sagte: »Oh, ah! Doch allmählich fand auch Sonnenvogel Gefallen an der Fahrt. »Ich kann fliegen! Ich kann fliegen! Ich bin der König der Welt!« jubelte Sonnenvogel. Und er wünschte sich zum ersten Mal, er könne wirklich fliegen. Bei Bertha Backe. Hier an der Pforte
werden die Güterwagen mit all den Sachen, die in mir nicht mehr benötigt werden, nach draußen abtransportiert. »Hallo, Frau Backe«, grüßte ich fröhlich. »Na, noch immer verstimmt über das allgemeine Trödverbot in der Öffentlichkeit?« »Pff«, grummelte Bertha. Doch Bertha ist nicht nachtragend und schon bald strahlte sie wieder über alle Backen. Nachdem sie hörte, dass Sonnenvogel nicht fliegen konnte, sagte sie, »Ach, bestimmt kann er nicht fliegen, weil er zu schwer ist. Ihr solltet einfach mal wieder Ballast abladen. Du kennst ja den Weg, euer Kind würden. Und nun müsst ihr mich entschuldigen. Gleich kommen einige Güterzüge und ich muss einen fahren lassen.« »Fühlst du dich jetzt leichter?« fragte ich. »Ja.« »Kannst du nun fliegen?« »Nein.« »Gut, gehen wir.« Mit der Blutbahn fuhren die beiden bis zum Oberstübchen. Hier befindet sich die Denkfabrik. Mittels Brieftauben werden Nachrichten empfangen, ausgewertet und entsprechende Anweisungen verschickt. Diese gewaltige Aufgabe erledigen die beiden Hirnis. Sie sind Zwillinge, aber Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Sie heißen Lässig und Essig. So, du bist also ein Sonnenvogel, sagte Essig. Mal sehen, unter Sonnenvogel gibt es hier nur die chinesische Nachtigall. Die sieht aber anders aus und ist ein Singvogel. Kannst du denn singen? So gut wie fliegen. Soll ich singen? Nein. Gut. Zumindest ergibt sich aus deiner Flügelspannweite, der Luftverdrängung und deiner Größe die potenzielle Möglichkeit des Fliegens, sagte Essig. Sonnenvogel sagte, Hä? Ach, alles bla bla, meinte Lässig. Weißt du, die Lösung des Problems findest du nicht in Büchern, sondern nur im Herzen. Also, ich kann mir vorstellen, dass du fantastisch fliegen wirst. Also gingen Sonnenvogel und ich zum Herzen. Das Herz ist ein Kraftwerk mit einer Pumpe, die das ganze Königreich mit Energie versorgt und die Blutbahn antreibt. Es gibt im Herzen viele Zimmer. Ich liebte es, hier zu sein. Hier wohnt die Herzdame. Die Begrüßung war, wie immer, herzlich. »Ach, ich spüre wohl, was dich zu mir führt«, sagte Herzdame zu Sonnenvogel. »Doch es gehört Mut dazu, deinen Weg bis zum Ende zu gehen. Siehst du dort den Eingang? Dies ist der Weg in die Tiefen des Herzens. Dort unten liegt das Reich von Frau Unbewusst. Nur sie kann dir wirklich helfen. Nun, kleiner Sonnenvogel, hast du ein festes Herz? Bist du bereit, über jene Schwelle zu schreiten?« Lange schaute Sonnenvogel nach der Türe. Schließlich nahm er seinen ganzen Mut zusammen und antwortete mit fester, entschlossener Stimme. »Nö.« »Nö?« »Nö.« »Oh. Nun, wenn die Geschichte jetzt nicht weitergeht, dann ist sie wohl zu Ende. Bleibt nur noch, was immer kommen sollte, wenn Kinderbücher zu Ende sind. Kissen aufschütteln, Küsschen, Licht aus. Gute Nacht. Licht wieder an. Vielleicht lag es daran, dass ich versprach, Sonnenvogel nicht allein zu lassen. Vielleicht lag es daran, dass Sonnenvogel wirklich fliegen lernen wollte. Oder es lag ganz einfach daran, dass dies hier ein Kinderbuch ist. Und für ein Kinderbuch ist dieses Ende nun wirklich blöde. Auf jeden Fall fasste sich ein kleiner Sonnenvogel ein großes Herz und Sonnenvogel und ich schritten gemeinsam durch die Pforte.
auf den Weg zu Frau Unbewusst. Über ihnen funkelten Tausende von Sternen. Auch ich sah diesen Raum zum ersten Mal und war ergriffen. Oh, wie schön, sagte ich. Herzdame sprach: Ja, hier sind alle Glückwünsche aufbewahrt, die mir je zuteil wurden. Jeder Glückwunsch ist ein Stern. Oh, eine Sternschnuppe, rief Sonnenvogel. Das ist ein Wunsch, der in Erfüllung geht, ein gutes Zeichen. Und nun viel Glück. So erreichten Sonnenvogel und ich das Land von Frau Unbewusst. Es ist ein weites Land, mit weiten Wegen. Der Weg führte in ein Labyrinth und erst nach vielen, vielen Irrungen war das Innerste erreicht. Und nun? Fragte Sonnenvogel. Ich jedoch dachte über drei Fragen nach. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und wieso trage ich dich die ganze Zeit? Es dauerte lange, bis Sonnenvogel und ich den Ausweg des Irrgartens fanden. Schließlich führte der Pfad zu einem großen See. Da tauchte ein weißer Lachs auf. Frau Unbewusst wohnt auf der Insel des Spiegelsees. Die Schwäne werden euch zum anderen Ufer geleiten. Na, wenigstens nicht schon wieder laufen müssen, nörgelte Sonnenvogel. Und so ein Irrgarten mit all seinen Irrwegen und all dem Hin und Her ist ja wirklich zum Irrewerden. Der Lachs lächelte. Aber wer sagte, dass ihr den Weg mitten durch das Labyrinth nehmen müsst? Man ist sehr viel schneller, wenn man außen herumgeht. Und mit einer Lachsrolle verschwand der Fisch im Wasser. Lautlos glitt das Boot über den See. Auf einmal flüsterte Sonnenvogel: Da, im Wasser! Sieh mal, unser Spiegelbild! Was hat das zu bedeuten? Ich wusste es auch nicht. Auf dem höchsten Punkt der Insel stand endlich das Haus von Frau Unbewusst. Du, sagte Sonnenvogel, ich spüre, dass ich da allein reingehen muss. Das ist aber ganz schön tapfer von dir, meinte ich. Ja, und jetzt knuddel mich noch mal ganz dolle. Ich wartete auf den Stufen, als plötzlich etwas durch die Türe flatterte. Oh, du kannst fliegen! Du kannst fliegen! Rief ich voller Freude. Doch das war noch nicht alles. Sonnenvogel konnte von nun an so groß werden, wie er nur wollte. Steig auf! Nun trage ich dich! Ha! Wir fliegen nach Hause! Doch irgendwann geht jeder wundervolle Tag zu Ende. Macht nichts. Es gibt ja noch so viele. Du, Sonnenvogel? Ja? Was hat Frau Unbewusst eigentlich zu dir gesagt? Nicht viel. Nicht viel? Sie sagte, du weißt, dass du fliegen kannst. Aber du kannst auch wieder zurück laufen. Du, Sonnenvogel? Ja? Ich hab dich lieb. Du, Königskind? Ja? Und ich dich auch.